Damit herzlich willkommen zu Crash Bandicoot 4. Gerade bei PS Plus umsonst. Kann also jeder mal reinschauen. Ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Also die deutsche Synchro ist schon mal okay, würde ich sagen. Ich weiß noch, wie alle immer gehofft haben, dass Crash Bandicoot endlich in Super Smash Bros. Kommt. Hallo. Hallo. Genau, sag mal alle Hallo YouTube. L2 hat zeigen. Okay. Kamera gibt's auch. Habe ich hier einen Profi? 20 Minuten weg, direkt alles weg. Ja, ich habe den Run beendet, mein User, und jetzt gibt es hier einen Crash Bandicoot Playthrough. Man ist direkt tot. Okay. Aber ich bin echt kein Crash Bandicoot Spezialist, deswegen das wusste ich nicht. Hier ist Twitch die Affäre. Los! Wieso denn so ein Hektik? Oh. Ich laufe wahrscheinlich einfach vorbei, ne? Ich weiß noch, früher musste man immer alle Dinger einsammeln. Ist das eigentlich immer noch so? Dass man alles einsammeln muss. Hallo Pop. Stimmt. Oha. Oha. Was muss ich tun? Ich kann auf jeden Fall bestimmt springen, oder? Ja, springen kann ich. Aber ich kann nicht nach links und rechts. Nein, einfach kackt. Direkt neu starten. Also was ich schon mal sagen kann, aua, die Steuerung ist um einiges geiler als bei diesen 1, 2, 3 Remastered. Bei 1, 2, 3 Remastered war die Steuerung echt ein Graus teilweise. Oh. Nobu, Statement. Statement dazu. Fühle ich die Aussage. Neidisch, dass du auf nackten Körpern stehst mit deinem Namen. Ein bisschen. Also das sieht da unten so aus, als würde man da hin können, aber man kann da unten nicht hin. Ich habe zu viel Mario gespielt, deswegen habe ich direkt gedacht, man könnte hier unten auch noch rein, aber kann man nicht. Snowball ein bisschen notgeil ist, ja, das habe ich manchmal auch das Gefühl. Der alte Mann.
Also da oben scheint irgendwas abzugehen. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. Habe ich gesagt, es lässt sich besser steuern als bei den anderen? Also das war gerade bodenlos. Wo bin ich denn da hingesprungen? Gott, das ist das erste Level, ne? Das erste Level ist schon echt schwer, muss ich sagen. Also, was heißt schwer? Es ist. Also, es ist ja eigentlich ein Kinderspiel, ne? Dafür ist der Schwierigkeitsgrad am Anfang schon echt hoch, muss ich sagen. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben. Mir fehlen 4 Kisten, okay. Und ich bin jetzt auch kein Loser oder so, aber. Finde ich schon schwer, muss ich sagen. Manche sagen, Crash ist Dark Souls der Jump'n'Run. Dann ist ja genau das richtige Spiel für mich. Ton ist sehr gut. Hört ihr das? Ton schmeckt. Ton ist geil. Ey, kann ich die Seil irgendwie benutzen? Stimmt, ne? Perfekt benutzt. Bin halt doch ein Profi. Also diese Gegner, die sind ja echt lachhaft, ne? Aber das Jump'n'Run ist teilweise echt schwierig. Getäuscht. Was? Der explodiert, der Sarg. Ey, da oben ist so ein Riesending. Haben will. Danke für den Lurk, Nemo. Hast du gesehen, wie schwer der... Also, man hat die Plattform nicht gesehen, wie schwer dieser Sprung war. Bodenlos. Wirbeln am Platz. Ach krass, das wusste ich nicht. Schaut mal, da ist der Wirbel unten und wenn man läuft, ist der Wirbel oben. Geil. Das wusste ich nicht. Das ist ja komplett neue Mechanics, die ich hier lerne. Was für eine war das denn? Oh scheiße, ich weiß nicht mehr, welche die erste Streamerin war, aber wenn es die ist, die ich glaube, Belia, dann brauchst du das nicht für dein Schulprojekt. Was ist das denn hier? Bonus. Halten und Doppelsprung mit X. Scheiße, Nobu. Wer war das? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer war das? Ja, ich suche echt immer die Creme de la Creme, aber ich habe ja schon gesagt, ich will eigentlich nicht mehr Frauen raiden, weil die Frauen klauen mir meine Zuschauer. Ach du Scheiße, das war ganz schön schwierig. Was, da war ein TNT?
Ey, das ist das zweite Level, das ist schon so scheiße schwer. Wie soll man das machen? Hat er irgendwie eine Gun zum Schießen oder so? Das geht doch gar nicht. Das ist zu schwer. Ich kann es nicht mehr. Lisa, wer oder was, oder wie hieß die rothaarige Frau? Ey, könnt ihr bitte auch mal, könnt ihr nicht mal ein bisschen normaler schreiben? Ich will das eigentlich auf YouTube hochladen, das Playthrough. Was soll das? Das kann ich doch keinem Publikum zutrauen, eure Gespräche. Ist ja bodenlos. Ey, geh weg, geh weg, geh weg. Ey, wenn ich jetzt nicht alle hab, bin ich sauer. Ich hab richtig geschwitzt dafür. Alle 5 Minuten Timeout. Welche der Rotreihen? Es sind mehrere. Okay, ich erkenne da ein Muster. Also ich stehe auch auf Rothaarige, so ist nicht. Aber... No, du musst doch nicht überall auch in den Chat schreiben. Du kannst doch auch einfach nur gucken. Fühl ich, Nobu. Belia auch so. Fühl ich, Nobu. Geil. Ich stehe auf Abwechslung. Skins?
brauchen die anderen Masken, um die Spalte zu schließen? Die Spalte zu schließen. Also. R2 oder das für Phasenwechsel? Nee, das ist doch nichts für mich. Ein altes Gehirn. Hä? Nee, das ist zu schwer für mich. Alter Schwede. Das ist der Spalte Wasser, wer jetzt du? Ja, ich fürchte es. Hä? Nein! Alter, das ist aber ganz schön... Nichts für mich. Ich merke immer mehr, dass ich älter werde, ne? Früher hätte ich das so... Hätte ich das Level einfach so weggespielt. So ohne Probleme. Ich merke echt, wie ich älter werde. Vor allen Dingen, wenn es um solche Koordinationssachen geht. Geile Idee, Belia. Da kommt noch einer! Wie asozial! Da kamen zwei! Guck mal, wie assi! Da kommen zwei! Einer und direkt noch einer! Das Spiel ist so asozial. Man darf die nicht mal berühren, die Grüne. Also Leute, die Grünen dürft ihr nicht berühren. Grün, aua. Und man darf auch nicht in der Roten stehen, wenn man die spawnen lässt. Aber ich lerne ja. Ha, Speedrun. Aber wie kriege ich die jetzt kaputt? Die will doch kaputt gehen. Wie kriege ich die kaputt? Weiß das jemand? Kann die mich so töten? Stimmt, ne? Wie krieg ich die kaputt? Kannst du was verschießen? Nee. Wenn du in die was spawnen lässt, dann mit Schutz.
Ha! Oh. Los, kann ich. Aha, jetzt wieder vorbei. Hängen, aufspringen, was? Ah. Wie ein Profi gemacht. X plus. So. Hauptsache ich lese verschließen. Wieso verschließen? Was ist denn jetzt schon? Was ist denn schon wieder hier mit verschließen? Muss ich denn? Ich glaube, ich muss den Stream. Ey, mach die Kamera mal anders. Ey, dreh die Kamera. Das ist doch assi. Was? Schluss mit dem Rumgespringer, Angeber. Was? Ich hab eine Scheißkiste. Nein! Egal, das war gut. Das war gut, actually. Weil jetzt kann ich die Scheiß-Truhe nochmal kriegen. Das ist halt auch assi, ne? Du siehst so 10 Meter weiter. Das Hindernis und dann erklären die dir erst, wie du da überhaupt vorbeikommst. Wie soll denn jemand so schnell lesen? Da, jetzt zeigen die das erst, wo das Hindernis schon da ist, weißt du? Ich habe gerade ganz böse Flashbacks zu Elden Ring. Was ist das denn für ein Panda? Ach nö. Warte, ich muss die anderen noch auch kaputt machen. Ich wusste es! Ah, guten Hunger.
glaube, also es kann nur am Alter liegen. Es kann nur am Alter liegen, anders kann ich es mir nicht erklären. Was habe ich mir dabei schon wieder gedacht? Das kann doch nicht wahr sein. Was, wie meine ich das? Und an der Hitze? Ja, so heiß ist es ja gar nicht. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Es würde an der Hitze liegen. Never. Wie soll ich denn das machen? Alter, das ist das dritte Level? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen, dass das dritte Level so schwer ist. What the fuck? Wie meinen die das? Ich kann nicht mehr. Das bricht ja übel. Das bricht einen ja übel. Ganz übel bricht das. FFX, ja, aber FFX. Ey, wie komme ich denn hier mal höher? Oh Mann, wie kriege ich die denn? Ich muss doch nicht die ganze Zeit hin und her R2 drücken, oder? Das ist doch unmöglich. Das ist doch fucking unmöglich. Alter Schwede. Das war ja viel zu schwer. Aber Real Talk war das zu schwer. Da wirft einer Bomben. Oh oh. Was ist da oben? Was wäre da oben gewesen?
Nee. Komme ich denn jetzt dahin? Kisten fehlen mir. Da sind ja auch höchstens zwei. Ey, ich habe so gelitten für die Tür. Ach Mann. Und wenn ihr in den Kommentaren wisst, wie man da zu dieser Truhe kommt, lasst mich gerne mal wissen. Das war ja, boah, das war ja bodenlos. Maximal drei Tode. Und ein Verborgener. Ah, wenn man so und so oft nur stirbt, kriegt man auch ein Juwel. Okay. Weiter geht's. Boah. Er ist echt arschschwer, muss ich sagen. Skins. Tauschen? Schließ das Spiel ab. Gibt's noch Einhorn? Wen soll man nehmen? Er ist ja digitaler Download freigeschaltet. Hä? Ah, da, absolut abgefahren. Wollte Daxus Rectus, Cyber Upgrade. Profizocker? Ey, da bin ich auch mal gespannt, was hier noch so alles gibt. Ah, man muss die Games oh Gott, oh Gott. Da bin ich kurz weg, schon ist er im Skittishop. Ja, ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Alter, ist das Game. Also es macht übel Laune, aber es ist auch übel schwierig, muss ich sagen. Finde ich. Es kommt mir sehr schwierig vor. Lasst mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Gerne ein Like drauf lassen, für wenn ihr noch eine Folge sehen wollt. Und gerne den Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.